Hallo und willkommen zurück zu Schöneniers Let's Plays und Dragon Quest Builders 2. In der letzten Folge sind wir hier auf einer neuen kleinen Insel gestrandet. Eigentlich nur um einen kurzen Zwischenstopp zu machen, um für unseren Bauern Pierre etwas Neues zu essen zu holen, weil ihm der Kohl schon aus dem Hals raushängt. Und wir haben dann die Idee gehabt, Eier zu suchen. Oder besser gesagt, einen Huhn zu finden. Und hier auf dieser Insel hatten wir aber so eine kleine Nebenquest, dass wir die komplette Flora und Fauna irgendwie analysieren. Und dadurch haben wir jetzt einen unendlichen Vorrat an vertrocknetem Gras und Holz freigeschaltet. Und hier ist aber noch irgendwie was Neues, diese Hütte, und da passiert ja gerade was. Das Beste der Erbauerkunst umfasst die 100 Siegerbeiträge eines Erbauerwettbewerbs, die allesamt von Erbauern wie dir stammen. Lass dich von ihnen inspirieren. Ach so, das hat jemand gewonnen? Mit diesem Grundstück, was er gebaut hat. Ich heiße Stefan und ich bin ein Dorfbewohner. Du musst von einer anderen Insel sein. Wärst du damit einverstanden, wenn ich dir einen Besuch abstatte? Fantastisch, legen wir los. Lebt ab jetzt auf Island des Erwachens. Ah, man kann tatsächlich noch neue Leute holen. Aber vorher möchte ich hier ein bisschen kaputt machen. Weil hier noch Sachen sind, die ich noch nicht kenne, denke ich mal. Und zwar... Das wollte ich nicht. Ah. Pizza. Aber den kann ich nicht abbauen. Dann gucken wir mal hoch. Okay, die Dinger kann man nicht kaputt machen. Man kriegt nichts. Okay, also ist nicht gedacht, dass man davon irgendwas mitnimmt. Schön. Okay. Aber schon schön, ja. So, das heißt, hier haben wir eigentlich alles gemacht. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist, da diesen Säbelzahntiger zu besiegen. Gehen wir mal zurück. So, das sollte doch Peer jetzt erstmal glücklich stimmen. Zwei neue Bewohner, ein Huhn und ein Mann. Huhn reist an folgenden Ort, grüne Gärten. Stefan reist an grüne Gärten. Wir sind zurück. Ich muss schon sagen, das ist ein außerordentlich wohlerzogenes Huhn. Los, zeigen wir es Peer. Während ihr euch hier um Landrattenangelegenheit kümmert, werde ich Säge setzen und die Augenbrauen nach weiteren offenen Inseln ausschalten. Ich habe von einer weiteren Rieseninsel Leuten hören, die da draußen am offenen Meer lauern soll. So groß wie Grünfeld, vielleicht eine Seemeile länger oder kürzer. Die Insel ist sicher bewohnt, wie Piraten intakte Körperteile hassen. Vielleicht findet ihr dort ein paar neue Freunde und Materialien. Noch eine Insel wie Grünfeld. Hört sich wie der Anfang eines brandneuen Abenteuers an. Ich kann es kaum erwarten, sie zu erkunden. Sagt mir einfach Brotzeit, wenn ihr bereit seid, in See zu stechen. Ich lege hier immer vor Anker aus, wenn ich es nicht tun. Was ist das für ein Knurren? Peer ist hier. Sieh mal, wer da kommt. Peer wollte wohl wissen, ob wir den Federvieh gefangen haben. Zeigen wir ihm das Huhn und reiben es ihm unter die Nase. Ich habe darauf gewartet, dass du wiederkommst, Janine. Och, hast du mir ein süßes kleines Huhn mitgebracht? Das ist der Zucker. Wenn das Mädel erstmal anfängt, Eier zu legen, können wir den Kohl von der Karte auch streichen. Übrigens hat dir Braunbart von diesem Trumpf von Insel erzählt, die er auf dem Meer sucht. Weißt du, ich glaube, ich weiß da was drüber. Ich habe mal von einer Insel gehört, die berühmt dafür war, dass die Bewohner Metall direkt aus dem Boden abgebaut haben. Vor langer Zeit haben die Leute auf Grünfeld noch mit denen gehandelt. Gemüse gegen Metall oder so.
bis die Kinder Hagons dem ein Ende gesetzt haben. Ich habe noch nie Metall mit eigenen Augen gesehen. Wie gern würde ich diese Insel eines Tages besuchen und mich da umsehen. Oh, schön, ja, fast hätte ich es vergessen. Für dich ist ein Brief gekommen, hast du ihn schon gelesen? Ich mag ja wie ein Wasserschnecke aussehen, aber ich habe jeden Tag damit zu tun, die Gewässer in der Gegend zu erkunden. Den Brief habe ich von meinen letzten guten Reise mitgebracht. Und ich dachte, du würdest lieber in deinem Schiff versauern, als auch nur ein Wort mit einer Landratte zu wechseln. Aber in Wahrheit bist du ein wendiger Wortwechsler. Also schön, Inja. Der Captain hatte viel Mühe, den Brief auszuliefern. Würdest du dir nicht mit dem Briefkasten angucken? Wenn das wichtige Neuigkeiten sind, wollen die anderen sie sicher auch hören. Von Safra. Lieber Shuninja, ich nehme an, dass du das Leben auf dem Island des Erwachen genießt. Wie geht es meiner Schwester Lili? Die erfrischende Brise hier in Grüfeld ist perfekt geeignet, um meine frisch gebackenen Brote abzukühlen. Jedoch nicht Clemens Leidenschaft fürs Erbauen. So ein Hitzkopf. Grüße bitte alle von mir, Safra. Okay, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal zu den anderen. Shuninja. Wir sind fertig. Und brauchen mein Wasser. Während ihr weg wart, haben wir die ganze Erde aus dem Weg geräumt. Jetzt kann das Wasser bis in den Teich fließen, genau wie geplant. Du solltest schnell Lugo finden. Sie brennt darauf, mit dir zu sprechen. Ja, doch. Shuninja, Marot, da seid ihr ja. Wie ihr seht, haben wir den Fluss einen Weg gebahnt, während ihr Abenteuer erlebt habt. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Wasser. Ah, Shuninja, genau der Junge, den ich gesucht habe. Ich bringe erfreuliche Nachrichten. Bei genauer Untersuchung der faszinierenden Stelle, die ich erwähnt hatte, hat mir eine Möglichkeit eröffnet, unseren Fluss noch eindrucksvoller zu gestalten. Ich werde meinen raffinierten Plan jedoch erst offenbaren, nachdem euer kleines Teichprojekt beendet ist. Der Moment, in dem du das letzte Puzzlestück ausgießen kannst, ist fast gekommen. Also los. Und wie wär's mit Stefan mal begrüßen? Hallo Leute, das ist Stefan und Huhn. Jetzt, da wir den Fluss einen Weg gebannt haben, kommt deine wasserige Zauberei ins Spiel. Du weißt inzwischen ja, wie es geht, Jonathan. Wir stellen uns eine Stelle, an der du Wasser ausgießen sollst und du musst bla. Okay. Steht euch schon voll unter Wasser. Boah, Shuninja. Das ist ja großartig. Jetzt haben wir nicht nur einen langen, sich schlängelnden Fluss, sondern auch noch einen schönen Teich. Ist wirklich, wir sind ja noch gar nicht fertig, Mädel. Hier ist noch eine doofe Ecke. Hier ist noch eine doofe Ecke. Okay. Jetzt kann man sagen, fertig. Genial, Shuninja. Früher war hier nichts als wertlose Wüste ohne ein Tropfen Wasser. Und jetzt schau dich um. Ein Flusskanal und ein bisschen Grün haben wir schon gepflanzt. Bei dieser fantastischen Landschaft bleibt einem ja die Luft weg. Ist die Natur nicht wunderbar? Das ist wahrlich kommodisch. Und wisst ihr, was das Beste ist? Dass wir es alle gemeinsam gebaut haben. Ich bin so stolz, ich könnte heulen.
Spar dir die Tränen für später, Per, mein Junge. Wir sind noch lange nicht fertig. Nur, dass du es weißt, ich habe einen monumentalen Plan, der diesen blubbernden Bächlein in einen stolzen Strom verwandeln wird. Es ist an der Zeit, die Ereignisse meiner Untersuchung einem Nutzen zuzuführen und unseren Fluss größer und besser zu machen als je zuvor. Na dann, komm zur Sache. Du redest jetzt schon seit Ewigkeiten von diesem Plan und wir höchste Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Betonung auf höchste, Liebes. Komm alle mit, meine Damen und Herren, zur Spitze der Klippe mit mir nach. Wahrscheinlich der andere Weg. Kenne ich das irgendwie schon? Ah, das Gras, okay. Aber hier ist auch wieder so ein roter Boden, was vorhin ja der Weg war, wo... Meine peinlich genauen Untersuchungen haben mich zu der Erkenntnis geführt, dass auch hier einst ein Fluss gewesen sein musste. Seht ihr, wie wirr das Flussbett ist? Ich folgere daraus, dass der Strom, der hier einst geflossen ist, sich bis zum Teich am Fuße dieser Klippen erstreckt hat. Wenn ihr den alten Fluss wieder fließen lassen könnt, würde diese Landschaft um Längen lebendiger werden. Okay, das ganze Spiel nochmal. Ob dann aber auch wieder was gebaut werden muss? Seht ihr, wie sich das Flussbett durch einen zweiten Fluss entstehen? Ja, das habe ich doch verstanden. Okay, irgendwas lernen wir. Filterbrunnen. Damit kann ich mir wahrscheinlich den Weg sparen. So, ich versuche das einfach mal. Ja, keine Ahnung, wo ich das finde. Da ist er. Öl und Stein. Boah, ich habe genau genug. Lalala. So, dann würde ich aber sagen, da wo es wirklich entspringen sollte, das Wasser wäre ja dann hier. Mal gucken, ob das klappt. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Schade. Kann ich in das Rezept irgendwie nochmal reingucken? Herr Bauer, Monster, Räume, Baupläne, Anleitungen. Übersehen. Oh, das ist nicht in dieser Kategorie mit drin. Eine Vorrichtung, die Wasser umleitet, sodass es von oben herabregnet. Zum Aktivieren im Wasser platzieren. Von da steht 4 und Sand 1. Oh nein! Oh nein! Okay, es kommt wieder bis runter. Dann muss ich das wohl doch manuell machen.
Sieht ein bisschen doof aus, ja. Achso, da soll es sich nur sammeln. Und hier soll es durchfließen, verstehe. Ich dachte, er kommt mit einer coolen, krassen neuen Idee, aber... Ausgezeichnet gemacht, schon in der, mein Junge. Der Fluss fließt wieder schnell und schneidig. Moment mal, ich glaube, da gibt es ein kleines Problem. Ah, die Wand sieht komisch aus. Da kommt doch bestimmt noch was. Dank dir und deinem Zaubertopf hat der Fluss wieder zur alter Größe gefunden. Aber Bonanzo, merkst du es nicht? Der Fluss scheint in einer Sackgasse zu fließen. Ich dachte, er sollte auf den Teich treffen. Wann ist eine Wand keine, meine Liebe, wenn sie ein Tunnel ist? Wir müssen nur die Erde abtragen, dann wird der Fluss zu einem Teich fließen. Das schaffen wir. Nach all der Arbeit am anderen Fluss sind wir die reinsten Ausgrabungsexperten. In der Tat, ein Kanal auszuheben ist auch nicht anders, als ein Tunnel zu graben. Es ist absolut und bis in jede erdenkliche Detail das gleiche. Bis auf eines, während meiner Untersuchung habe ich aus den Felsen bedrohliche gurgelnde Geräusche gehört. Das könnte Gefahr bedeuten. Gefahr, sagst du, ich kenne da jemanden, der unnötigen Riesen unwiderstehlich findet. Meirat, Meirat, Gefahr, Gefahr. Hat er eben Gefahr gesagt? Ich liebe unnötige Risiken. Es könnte sein, dass das gleich etwas sehr Gefährliches geschieht. Wer sollte also vorangehen, wenn nicht du? Janine wird einen Tunnel graben und braucht deine Hilfe. Du hast wirklich einen Plan für jede Gelegenheit, Lulu. Nun denn, Janine, Marot, ihr könnt anfangen, wann immer ihr bereit seid. Drauf los, Freunde, durchbrecht die Erde und verbindet diesen Fluss mit dem Teich dort unten. So, speichern. Sicher ist sicher. Oh, es kommt noch Wasser von oben. Ich glaube, wir haben die Quelle der finsteren Gurgelgeräusche entdeckt. In der Erde war Wasser eingeschlossen. Nun, das beruhigt mich doch sehr. Ich hätte schon befürchtet, dass wir auf Monster treffen könnten. Wie albern von mir. Ihr könnt nach Belieben mit den Ausgrabungen fortfahren. Wow! Mehr Lusten erscheinen. Wo kommen denn diese schmierigen Stirnfeder her? Sabber, Leute, nicht das Wasser hat gegurgelt, es waren die schrecklichen Scheusale. Was machen die da alle drin? Na egal, warum sie da sind. Wir müssen diesen schleimigen Schnecken schneidig loswerden. Ich sehe nichts. Und wo scheint man zu leben? Die Meerlusken wurden besiegt. Wo muss ich mit ihm reden? Nee. Wasser. Ah, ich sehe es aber auf der Karte. Wir sind richtig. Hui, was für ein Anblick. Wir haben unseren höchstpersönlichen Wasserfall. Boah, wir haben es geschafft schon, die Flüsse sind wieder vereint. Was für ein herrliches Gefühl. Jetzt möchte ich den Wasserfall in all seiner Pracht bewundern. Gehen wir nach unten und genießen wir den Augenblick für den anderen. Nur die Frage ist, mit dem ganzen Gestrüpp sieht doch das irgendwie noch doof aus. Ich glaube, den Rest möchte ich hier auch noch kaputt machen.
Ich teilweise unter Wasser bin und teilweise aber auch nicht. Okay. Gute Nacht. Frage mich, wie hoch das hier noch geht. Zwei Etagen wahrscheinlich. Da ist noch was. Wir wollen es ja, wenn, dann richtig machen. So, und theoretisch sind hier noch Lücken. Wie schnell ist Dunkel da hinten? Das geht ja richtig hoch. Bis hierhin und nicht höher. Könnte man also einiges noch kaputt machen, aber das lohnt nicht. In der Breite wollte ich es kaputt haben, ja. Vielleicht hier den Eingang noch nach oben hin. Oh nein. Ah cool, das kann man sogar machen, ohne runterzufallen. Haha, Marot ist runtergefallen. Schon wieder. Okay, komm ich nicht rein. Ja, aber da komm ich gar nicht hoch. Wo seid ihr denn da alle hingekommen? Achso, da kann man noch krabbeln. So, machen wir hier mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.